Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch, am Donnerstag, weil gestern ja der neue Raid-Boss kam, Demeteros oder wie der heißt. Deshalb habe ich gestern dann lieber den Raid gemacht, den neuen Raid-Boss gezeigt und heute natürlich Raid am Mittwoch, wieder einen Tag später, aber ihr kennt das ja, das machen wir ja öfters mal. Wir haben auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King mit einem 98%igen Kinoso. Und ihr wisst, ich nehme nur noch 98%ige Pokémon vom Bockwurst King mit rein. Der könnte sich eigentlich auch umbenennen statt Bockwurst King 88 zu Bockwurst King 98. Das ist zu einem Running Gag geworden. Also diesmal ein 98er Kinoso, was er bekommen hat. Dann geht es weiter mit Jack X Letten. Der hat auch was gesendet. Ein Lucky 100% Castadur am 2.3. getauscht, ne? Habt ihr auch schon Castadur? Gab's ja jetzt die ganze Zeit im Feldforschungsdurchbruch. Da können die Leute davon halten, was sie wollen. Jetzt hat das Ganze gewechselt. Wir haben am Montag noch ein Castadur abgeholt. Jetzt ist ein Alola Kogowai drin, was ja natürlich auch shiny sein kann. Wäre vielleicht cooler gewesen als Castadur, aber Castadur jetzt trotzdem eher seltener als das Alola Kogowai. Er hier mit einem 100er auf jeden Fall, macht man auch nichts verkehrt. Dann hat er ebenfalls ein 100%iges Golgantes und das finde ich schon richtig genial. Also wenn ihr Golbit habt oder so, guckt euch das an. 2.11.2019, 100% Golgantes, hat zwar jetzt nicht das heftigste Level, sieht aber trotzdem sehr gigantisch aus. Beim sieht es immer aus, als hätte es ein Heftpflaster hier einfach auf seiner Brust kleben. Soll aber wohl Holz sein, was da diesen Schnitt zusammenhält. Ein sehr illustres Pokémon, wie ich finde. Dann der K-Joker hat ja einen Shiny Waupel mitgenommen, 25.3. Dann, der landet wohl im Shredder, habe ich bei einem Raid auf dem blauen Account ein 100% Cobalion bekommen. Problem ist, das nützt mir eigentlich nichts. Ich habe auf dem großen Account, habe ich ein 100% Cobalion. Ich glaube, ich habe sogar zwei. Was will ich auf einem kleinen Account mit einem 100er Cobalion? Das ist eh ein Pokémon, mit dem man nicht wirklich was macht. Würde ich also auch nicht hochziehen, würde ich nicht maxen. Und so sind die IV eigentlich komplett egal. Selbst wenn ich das tausche, wird es nur schlechter. Kann also eigentlich im Shredder landen, wenn ich mal wieder Platz brauche. Der hat nämlich eh immer nur genau einen Pokémon-Platz frei. Dann beim Breien gab es noch ein Shiny Cobalion hinterher. Bob's Rob hier mit einem Shiny Traunfugil. Bockwurst King wieder mal 98er. Schilderus. Gandalf ist endlich aufgestiegen auf Level 40. Wie ihr seht, Glückwunsch und Grüße gehen raus. Bob's Rob mit einem Shiny Tentara. Bockwurst King wieder mit einem 98er Cobalion. Der Night Alex schmeckt. Hat ja auch ein 100% Castadur. Da wirkt das erste schon gar nicht mehr so krass, wenn man sieht, der kleine Alex hat auch eins bekommen. Das ist zwar jetzt kein Lucky, trotzdem ein 100er, ne? Nimmt man gerne mit. Dann habe ich vom Thomas Speck 10 Euro Spenden erhalten. Für Adi steht hier. Ihr habt ja jetzt unterm Video immer den Spendenlink für PayPal für die Leute, die im Stream nicht spenden möchten, weil dann die Hälfte des Geldes immer an YouTube geht. Die können trotzdem per PayPal was zum Supporten schicken, wenn sie möchten, alles auf freiwilliger Basis. Also Grüße gehen raus an den Thomas Speck für die 10 Euro Spende. Dann der Juri hier mit einem 100%igen Flapterix, finde ich auch richtig genial. Auch eigentlich sehr seltenes Pokémon, soll ja nun aus 7 Kilometer Eiern kommen, die ganzen Fossil-Pokémon. Habt ihr überhaupt schon einen Flapterix bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare und würdet ihr auch ein 100er entwickeln, hochziehen, weil ihr den Vogel einfach so genial findet, dieser bunte Dinosaurier, Vogel, wie auch immer, sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Dann beim Juri ebenfalls noch ein Shiny Traumado, der Hannes hier mit einem 100%igen Kiesling, wirkt ja auch als Brokkolos ein richtig guter Gesteinsangreifer, glaube ich, ist natürlich teuer zum Hochziehen, außer man hat ihn halt getauscht und kann ihn dann entwickeln. Dann der Sören hier mit einem Shiny Skorgler, ebenfalls aber auch mit einem Castadur, auch 100%, also schon das dritte in dieser Folge. Vorbelastet, Shiny Tentara, zufälliges Shiny, vorher Bobserob mit einem Shiny Rihorn, 1400, sehr gutes Level. Wer da keins am C-Day bekommen hat, die gibt es ja ab jetzt immer, ihr wisst Bescheid. Dann der Bockwurst King, was war da denn los? Aus der Go-Liga gerade hat sich der Raid Pass gelohnt.
Der hat also einen Pass eingeworfen, damit er nur 2 Kämpfe gewinnen muss statt 4, um die Pokémon-Belohnung zu bekommen, und hat ein 100% Lavita bekommen. Das müsste ich direkt wegschmeißen, weil er sammelt ja nur 98er. Nein, Spaß. Ist natürlich eine gute Sache. Hoffe ich, entwickelt er auch. Und zieht er hoch, macht was Sinnvolles draus auf jeden Fall. Dann der Cassiopeia, den habe ich mit reingenommen, obwohl das nur ein 98er ist. Aber eben dieses Monozyto, was jetzt beim Psycho-Event neu dazugekommen ist mit seinem Gegenstück. Das eine sollte ja nur tagsüber spawnen, das andere nur abends. Jetzt sind die tagsüber beide gespawnt, abends sind sie auch beide gespawnt, also alles komplett durcheinander. Und ich frage euch natürlich, gibt's die jetzt weiterhin im Spiel? Spawnen die weiterhin? Nur man sieht jetzt gerade nichts wegen diesem neuen Tricky-Event. Oder waren die jetzt wirklich nur während des Psycho-Spektakels da? Wie zum Beispiel Makabaya, was man ja eben nur an Halloween bekommen konnte. Das wäre natürlich schade. Ich denke mal, die sind aber trotzdem noch da, nur nicht mehr so vermehrt wie zum Psycho-Spektakel. Aber eigentlich wäre es Quatsch, die jetzt wirklich nur diese paar Tage da spawnen zu lassen. Habt ihr schon einen Monozyto gefangen und das Gegenstück habt ihr schon komplett durchentwickelt? Schreibt's mal rein, das wäre interessant. Dann gab es natürlich auch Shiny Pupanz. Hier zu sehen beim Bob's Rob, auch beim Psycho-Spektakel eingeführt. Extrem hier, falls jemand tauschen mag, mit einem Shiny Traumado, Engelchen, Shiny Lunastein, also diese ganzen Psycho-Pokémon. Da seht ihr, was da abging. Bockwurst King auch wieder mit einem 98er Pupanz. Der Brain mit einem 100%, wohin genau? Das dürfte ein normales sein auch, ja. Also kein erlöstes, sondern ein normales, 100%iges, wohin genau, natürlich auch Psycho. Der Kenny hatte ich schon ewig nicht mehr, hier mit einem 0%igen Tarnel. Nimmt man natürlich auch gerne mal mit. Dragonite nochmal, Dancing in the Moonlight, auch mit einem Shiny Lunastein. Der Tobi mit einem Shiny Spoing, Deferis, Shiny Traumado, Bockwurst King, 98er Shinux. 98er Mankey, er schreibt ja auch, nun reicht es wirklich langsam, mal ein 100er wäre mir lieber, als ständig nur 98. Dann habe ich ein Bild gefunden in der Gruppe, das musste ich leider so upscreen, damit oben nicht die Telefonnummer eingeblendet ist. Da seht ihr auch so ein Monozyto, wenn das das ist, was eben an dem Trainer klebt und einfach aussieht wie Arsch. Habt ihr schon mal so einen Arsch gesehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Pokefreak Red ja auch mit einem Shiny Lunastein. Sally Maus von zu Hause aus mal wieder Glück gehabt. Shiny Lunastein, entweder haben die Shiny-Raten so extrem erhöht in dem Psycho-Spektakel oder die Leute sind einfach komplett ausgerastet. Zu Hause natürlich. Gestern das erste Shiny im Garten gefangen. Beim Frank Bären ein Shiny Natu noch. Hannes hier auch mit einem 100% Lunastein, nimmt man natürlich auch gerne mit. Dragonite gerade neben dem Homestop, nochmal Shiny Spoing, Gefer 100% Roselia, Bockwurst King 98% Vermicula, warum auch nicht, 98er Grillmark hinterher und der Fischi gebrütet ein 100% Molimorba, das also das andere, das Gegenstück, ne? Kotbrot mit dem erlösten 100% Hydropi. Der macht immer fleißig Rocket Stops, finde ich sehr genial. Bockwurst ging hier mit einem Shiny Aerodactyl, diesmal kein 98er. Und ein Shiny Spoink hinterher. Frank auch mit einem Shiny Spoink, sogar im Schnee. Und ein Shiny Cobalium. Dann der Vorbelastet. Ist das ein guter Psychoangreifer? Hat 98% IV. Ich weiß es gar nicht. Er hat ihn auf jeden Fall hier am Max-Level vorerst. Ist jetzt bei 2414. Mit 98 ist das eigentlich ganz gut, aber ich glaube mal Gardevoir oder so, vielleicht sogar Simsala, dass die vielleicht nicht nur höher kommen, sondern vielleicht auch effektiver sind. Ich kenne die Werte nicht, schreibt es ihr mal rein. Morbitesse, kann man das gebrauchen? Ist das nützlich? Kann man das mitnehmen? Vielleicht für die 2-5er-Liga als Angreifer. Aber für Raids oder sowas denke ich immer noch, dass Gardevoir die Nase da vorne hat. Dann der Kenny hat es endlich geschafft, auch seine 1000 Team Go Rocket Rüpel zu besiegen. Da bin ich immer noch weit entfernt davon. Bockwurst ging ja auch mit einem 0% Lunastein. Steff hier mit einem 100% erlösten Zubat. Nimmt man auch gerne mit. Auch 29.03. Nur mal eben schnell. Hat sich hier für Raider Mittwoch qualifiziert mit einem Zytomega. So seht ihr auch die Endentwicklung.
von diesem komischen Bakterium, was auch auf 2,4 kommt. Der Bogen ist noch nicht voll. Können noch auf 2,6 hochgehen, so. Damit ist es wahrscheinlich dann stärker als das andere, aber ob man damit was macht, weiß ich eben auch nicht. Sieht auf jeden Fall auch sehr speziell aus. Sehr cool, dass wir das auch hier schon mal sehen. Zytomega, auch ein 100%iges. Dann der Thomas Speck, der die 10 Euro gespendet hat, hier mit einem Shiny Lepumentas, der hat also schon mal eins entwickelt. Shiny Saganabis, Shiny Hypno hinterher. 100% Dodri in der Nähe von Weil am Kaiserstuhl. Ja, das heißt Wheel, aber wir haben ja im Battle einen, der heißt Weil, aber gut, der hat jetzt nichts eingereicht und ist rausgeflogen. Dann noch ein 100% Barschwa hinterher mit 157 WP und ein, jetzt habe ich den Namen nicht mehr, ihr wisst natürlich, schreibt es mal rein, was das für ein komischer Kauz ist. Auf jeden Fall bei der Katze, bei, gehen wir mal schnell weiter. Hey Joker, Alter, du glaubst nicht, wo ich gerade ein Pokémon gefangen habe. Als ob der Alter sagen würde, wenn er jemanden anruft. Auf jeden Fall beim Frauenarzt, richtig genial. Nochmal Hey Joker, Shiny Glück. Nur auf Arbeit irgendwie, mit einem Shiny Glumanda auf Arbeit gefangen. Pokefreak Red hier, Shiny Zubat, endlich. Immer noch eins der coolsten Pokémon, wie ich auch finde. Bockwurst King, gerade aus der Liga bekommen. Den Meteros, den gab es ja dann eben seit gestern nicht nur in den Raids, sondern auch aus der Go Battle League. Könnt ihr den jetzt bekommen. Dann mit einem 98er Popanz hinterher. Wie soll es auch anders sein? 98er Sengo auch noch. Also ihr seht, es ist wie ein Fluch. Also ich denke immer noch, der fängt absichtlich alles mit einer Map und nur 98er angezeigt werden. Dann Extrem, gestern habe ich Giovanni noch gesucht. Heute steht er vor meiner Tür, ne? Da sind wir aber gespannt, was dabei rauskam. Wenn bei mir Giovanni vor der Tür steht, da hätte ich ja erstmal Schiss. Ich weiß ja nicht, was der will und ob er seine Rüpel mitbringt, dann räumen sie mir die Bude aus oder so. Da müsst ihr aufpassen. Dann 1. April natürlich auch. Breaking News. With the latest update, a new shiny form got released. The absolutely rare Lucky Hypershiny. Und wer wissen will, wie ein Lucky Hypershiny aussieht, der gönnt sich mal dieses Pandimus. Wenn ihr ein Shiny tauscht mit einem Hyperfreund, dann wird das ein Lucky Hypershiny und verändert nochmal die Farbe, wie hier beim Pandimus zu sehen. Guckt euch das an, sehen nochmal leicht anders aus. Leicht, ist das leicht, ist das schwer? Entscheidet selber, ist natürlich nur ein April-Scherz gewesen. Dann Pokefreak Red, der ist zwar nicht der Bockwurst-King, aber hat sich ja auch ein 98%iges Flunschlick geholt. Und das sieht so komisch aus, also da stimmt doch was nicht, oder? Ich meine, das Ding ist platt wie eine Flunder, aber das sieht ja wirklich kacke aus. Das kann doch nicht ernst sein, dass das so im Spiel ist. Keine Ahnung. Dann hat der Pokefreak Red sich noch einen 100er Voltoball gegönnt. Der Kenny, auch ein 100%iges Monozyto. Gebrütet natürlich. Bobserob, Shiny Griffel, Bobserob, Shiny Glibungel. Und auch das sieht sehr genial aus, wie ich finde, dieses Grüne. Das gab es natürlich jetzt auch seit 1. April. War kein Scherz, wurde released. Dieses Tricky-Event ist natürlich noch im vollen Gange. Griffel ist doch komplett drauf, schreibt hier der Night Alex. Das ist auch wichtig, denn ihr könnt jetzt am Tag bis zu 5 Fotobombs machen. Das ist gut, um eure Medaille zu pushen. Da kriegt ihr dann eben Griffel und Glibungel als Encounter, die ihr danach fangen könnt, die auch shiny sein können. Also macht mal 5 Fotos von 5 verschiedenen Pokémon und pusht eure Medaille. Das hättet ihr gestern schon machen können. Ich habe es natürlich vergessen. Heute habe ich es schon gemacht. Macht ihr das auch mal. 5 Fotobombs jetzt, bis das Tricky-Event um ist. Dann noch ein Bild von einem Shiny Relaxo. Das gucken wir uns auch gerne an. Ich weiß gar nicht, wie das Shiny Relaxo eigentlich aussieht. Ist das wirklich dann ein bisschen so dunkelbläulich? Sieht auf jeden Fall cool aus, ist aber auch natürlich gefaked vom 1. April. Und dann, als ob Niantic mich verarschen wollte gestern, ich melde mich bei Wayfarer an, da stand immer mindestens ein Konto, ist in irgendeinem Spiel gesperrt, da habe ich gedacht, okay, und plötzlich konnte ich mich bei Wayfarer anmelden, das hieß für mich, mein Account ist wieder frei. Und dann habe ich mich auf meinem Account angemeldet, bin ins Spiel gekommen und habe eine Medaille bekommen für die Safari-Zone St. Louis am 27. März. Mein Gott,
Hätte das nicht ein paar Tage eher kommen können, dann hätte ich hier gemütlich zu Hause die Safari-Zone spielen können, die Spawns abgreifen können, hätte euch da was zeigen können. Jetzt aber wenigstens die Medaille dafür. Coole Sache, oder nicht? Dann der Daniel zeigt uns, der hat ja auch einen Shiny Spoin gefangen und, was ich richtig genial finde, einen Shiny Mogelbaum. Ist ja jetzt auch in der Wildnis und normalerweise musstet ihr ja das Baby brüten, das Shiny Mobile und entwickeln. Aber jetzt könnt ihr einfach Shiny Mogelbaum im Event wild fangen als Shiny. Das entwertet natürlich die Babys komplett, denn manche Leute, also ich, haben extra gemacht, dass sie sich zwei Mobile brüten oder ein Mobile brüten und das zweite übelst teuer traden. Und jetzt könnt ihr die einfach wild fangen. Mein Gott, warum machen die das immer? Dann hier nochmal vom Tobias Weigel. Und da müsst ihr jetzt mal aufpassen, ob euch was auffällt. Tobias Weigel mit einem Shiny Zickzack. 104 WP. Ebenso Tobias Weigel Rauchbeste Shiny Traumado 1. Ein Shiny Bronze. Shiny Traumado 2, Shiny Traumado 3 und ein 100% Kobalium. Richtig genial. Und dann geht es weiter mit dem Dennis Weigel. Nicht Tobias Weigel, sondern Dennis Weigel. Hier habt ihr einen Shiny Feuerriegel, Spotlight Stunde Beste. Und noch eins auf dem anderen, 100% Shiggy. Oh, ein Shiny Zickzacks mit 104 WP. War ja klar, dass das nicht 100 ist, noch ein Carbador. Ihr wisst, 117 WP können 100% sein oder 98%. Bei ihm natürlich ein 98er, wie beim Bocky natürlich. Hätte auch ein 100er sein können, deswegen haben wir das mal mit reingenommen. Und ist euch jetzt was aufgefallen beim Tobias Weigel und beim Dennis Weigel? Wenn ihr es bemerkt habt, schreibt es mal in die Kommentare, was ich meine. Dann der Dennis auch noch, ja moin, mit einem 100%igen Felilu und ein Shiny Evoli zum Abschluss, ohne irgendwas. Dann haben wir noch einen Shiny Zickzack beim Sören Löffler, beim Hannes Red Devil Black, ein Shiny Krypto Flunkiefer. Das wird immer komplizierter, wenn das dann auch noch als Super Lucky Shiny auftritt. Ihr wisst Bescheid. Sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Dann der Stefan Landei hatte eben 5 Fotobomber hintereinander, Klibungel und Griffelspawn. Das habe ich ja eben auch schon erklärt. Ihr seht das bei ihm auch im Tagebuch, wie ihr das seht. Griffel, Klibungel, Klibungel, Griffel, Klibungel. Also macht das echt, nutzt das aus, pusht eure Medaille. Und der Robby zeigt uns zum Abschluss am 1.4. noch ein 100% Ditto. Ditto ja auch vermehrt momentan. Fast jedes Pokémon, was draußen sitzt, kann ein Ditto sein. Also geht raus, sammelt euch ein paar Ditto, Ditto-Bonbons oder wer die Aufgabe noch lösen muss mit dem Ditto, gönnt euch Ditto. Das war's aber jetzt mit den Highlights. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Brain aus Thema. Der hat nämlich einfach mal ein 100% Krypto Entei bekommen. Entei? Entei? Und ich glaube, wir haben in der letzten Folge schon ein 100% Krypto Entei gezeigt. Jetzt aber der nächste, der ein 100% Krypto Entei hat. Und Entei habe ich ja die ganze Zeit gedacht, werde ich verpassen, weil mein Account ja im März nicht da war. Jetzt im April dann schon das nächste Pokémon da ist. Aber Niantic hat meine Gebete erhört. Macht jetzt einfach im April nochmal Entei rein. Und das Gute ist, ich habe die Forschung ja schon gestartet gehabt. Ich habe also noch die vom März drauf. Wenn ich die vom März abschließe, kriege ich also trotzdem noch Entei. Und wenn ich die von April, die dann startet, mache und abschließe, kriege ich ein zweites Entei sogar. So ist mir im Prinzip nichts entgangen. Ich kann dann im Mai ganz normal weitermachen. Oder ich mache so schlau, ich hole mir jetzt von der alten Forschung das Entei ab, beginne die neue und warte aber einfach bis Mai ist und hole mir sozusagen am 1. Mai schon das Krypto für Mai ab, was ja dann eigentlich Suicune sein müsste. So würde ich eigentlich immer einen ganzen Monat überspringen und wäre schon beim nächsten, wäre schon beim nächsten, wäre schon beim nächsten. Wie würdet ihr das machen? Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Würdet ihr euch jetzt zweimal Entei holen oder würdet ihr jetzt Entei holen und dann schon mal alles vorbereiten für Suicune, dass man eben schneller ist, obwohl ich sagen muss, Suicune ist eigentlich Dreck, aber da fehlt mir noch ein 100er. Entei,
bräuchte ich jetzt eigentlich keine 2, da reicht mir ein Krypto, denn von Entei habe ich schon ein 100er normal, damals aus dem Raid in Coburg, also hätte ich auch nichts davon, mir jetzt 2 Entei zu holen. Dahergehend könnte man schon denken, ich hole mir ein Entei und bereite das andere vor auf das nächste. Ich muss ja keine 2 Suicune holen, kann aber, wenn nach Suicune was richtig Cooles wäre, mir davon 2 holen. So hätte ich also immer irgendwo einen Joker, ein Ass im Ärmel. Aber Grüße gehen erstmal raus an den Brain natürlich, dass der hier ein 100% Entei bekommen hat. Schreibt mir rein, was würdet ihr machen? 2 Entei oder jetzt immer 1 wegschieben und gleich Anfang des Monats schon das nächste holen, während alle anderen anfangen müssen. Mir ist ja trotzdem dann nichts entgangen, ich habe trotzdem alles bekommen, habe aber im Prinzip noch einen Joker in der Rückhand. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben und natürlich auch den Schocker der Woche. Das war's von meiner Seite aus, habe ich schon mal gesagt. Gut, was ist das hier schon wieder? Mann, immer der Adi. Was der macht mit einem, du. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.